Mein Name ist Stefan Heider. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Artlife GmbH. Wir sind ein mittelständisches Messebauunternehmen mit Sitz in Hofheim und beschäftigen knapp 60 Mitarbeiter. Wir sind seit 20 Jahren Kunde der Taunussparkasse und haben in dieser Zeit gemeinsam große geschäftliche Erfolge gefeiert. Gemeinsam feiern ist einfach, aber eine Partnerschaft zeigt sich dann, wenn der Wind von vorne kommt. Und das haben wir uns all die Jahre versprochen, auch in diesen Zeiten zusammenzustehen. Und im letzten Jahr hatte die Taunussparkasse die Gelegenheit, ihr Versprechen einzulösen und hat uns mit der Beantragung und der Zurverfügungstellung eines KfW-Darlehens geholfen, durch die Krise zu kommen. Und dafür kann ich nur Danke sagen. Die finanzielle Sicherheit hat uns die Möglichkeit gegeben, auch in der Krise in neue Geschäftsfelder zu investieren. Und so haben wir im letzten Jahr eine eigene Möbellinie ins Leben gerufen und haben uns im Bereich Homeoffice mit einer neuen Idee am Markt etabliert. Mein Name ist Andreas Behl, einer der beiden Geschäftsführer der Firma Artlife. Ich bin hauptverantwortlich für die Produktion und in einer solchen Krise ist die Produktion Fluch und Segen zugleich. Zum einen die Ängste, gute langjährige Mitarbeiter zu verlieren, die sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Zum anderen einen solchen Maschinenpark, wo man natürlich die eigene Produktion im Hause hat, dass man flexibel reagieren kann, mehr oder weniger über Nacht produzieren kann. Man kann seine Geschäftsfelder erweitern, was wir getan haben. Wir haben uns dem Thema Innenausbau gewidmet. Wir machen individuelle Möbel inzwischen. Wir versuchen uns breiter aufzustellen, um auf den Markt zu reagieren. Wir konnten letztes Jahr aufgrund der Krise und auch der Ängste, die auch wir, Stefan und ich als Unternehmer hatten, keine Azubis einstellen. Jedoch aufgrund der staatlichen Hilfen, auch der Unterstützung der Taunussparkasse, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr zum einen optimistischer in die Zukunft zu schauen, zum anderen natürlich auch den jungen Menschen eine Perspektive zu geben und bilden dieses Jahr 5 Azubis aus. Wir glauben fest daran, dass Live-Kommunikation zurückkehrt. Vielleicht nicht mehr in diesem Umfang oder Maße, aber auch Messen, Veranstaltungen, Begegnungsstätten, Menschen wollen wieder in Live-Kommunikation gehen. Deswegen glauben wir fest daran, durch diese Krise durchzukommen.